Kaum etwas im Leben ist gewiss, aber eine Sache ist gewiss und das ist der Tod. Mir ist es auch ganz wichtig, dass ich meinem Kind später, wenn ich mal gehen muss und auch das wird passieren, nicht so eine richtige Last aufgebürdet bekommt. Und wenn ein geliebter Mensch von uns geht, dann sind die Dinge, die zurückbleiben, sind sehr wohl eine Last für die betreffende Person. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das wir alle kennen, aber irgendwie spricht kaum jemand darüber. Und zwar geht es um das Chaosvermächtnis unserer Eltern bzw. auch unserer Großeltern. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum sich eigentlich bei uns zu Hause häufig so viele Dinge ansammeln? Oder hast du vielleicht selber schon mal einen Nachlass von deinen Eltern oder Großeltern aufräumen müssen und hast dir dabei gedacht, so, oh, ich bin echt überfordert, was soll ich mit diesen ganzen Dingen jetzt eigentlich machen? Keine Sorge, es geht nicht nur dir so, das geht vielen so. Ich selbst musste auch schon mal den Nachlass meiner Großmutter zusammen mit meinem Dad aufräumen, sortieren und auch eben entrümpeln. Und ich habe dabei gemerkt, wie schwer es meinem Dad teilweise fiel, sogar so einige Klamotten gehen zu lassen, die sie mal getragen hatte. Da kam dann sowas wie, wäre das nicht vielleicht noch was für dich? Und dabei war es eine Bluse, die wirklich sehr offensichtlich altbacken aussah. Für eine 1,50 große Frau und ich selber bin 1,88. Also obviously, dass mir die nicht passt. Aber in diesem Video gebe ich dir ein paar Tipps mit an die Hand, wie du eben dieses Erbe nicht nur in den Griff bekommst, sondern wie du auch deinen Eltern und deine Großeltern dabei helfen kannst, sich etwas leichter vielleicht von Dingen zu trennen, die sie eigentlich vielleicht auch gar nicht mehr brauchen. Fangen wir doch mal mit dem ersten und wichtigsten Punkt an, also quasi mit der Wurzel des Problems. Unsere Eltern und Großeltern sind in einer ganz anderen Zeit groß geworden als wir jetzt beispielsweise. Also damals wurde eben wenig weggeschmissen, weil man eben nie wusste, wann man das vielleicht doch nochmal brauchen könnte. Sie haben teilweise einfach in einer Zeit gelebt, wo alle Ressourcen super knapp waren und man sich eben genau überlegen musste, kann ich das weggeben? Brauche ich das vielleicht nochmal? Und genau diese Mentalität wurde eben über Generationen immer wieder weitergegeben und auch wir haben noch einen Teil davon mitbekommen. Wir haben das quasi geerbt. Und hast du das bei dir vielleicht auch schon mal gemerkt, dass du in deinem Keller richtig viel Zeug hast, von dem du dich nicht trennen kannst, obwohl es obviously Dinge sind, die du eigentlich gar nicht brauchst. So, der erste Schritt, um eben diese Fülle an Dingen bewältigen zu können, egal ob es jetzt unser eigenes ist oder das von den Eltern oder Großeltern, ist auf jeden Fall ein offenes Gespräch. Also sprich mal mit deinen Eltern und Großeltern darüber, warum es so wichtig ist, sich von solchen Dingen zu trennen, die man einfach nicht mehr braucht. Aber wichtig ist, mach bitte keine Vorwürfe. Erklär, dass es nicht darum geht, Erinnerungen wegzuwerfen, sondern dass es darum geht, Platz zu schaffen für die wesentlichen Dinge, die man wirklich braucht. Und vielleicht könnt ihr ja sogar auch gemeinsam herausfinden, was wirklich wichtig ist und was eigentlich nur Platz wegnimmt. Mein Dad beispielsweise hat bereits angefangen, ganz viel auszumisten in seinem Zuhause. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eine riesige Erleichterung, denn jetzt weiß ich, es ist später nicht mehr so viel, worum ich mich kümmern muss. Und ja, ich weiß, das klingt irgendwie böse. Also wenn ich mir das selber sage, es klingt böse. Aber sind wir mal ganz ehrlich, kaum etwas im Leben ist gewiss, aber eine Sache ist gewiss und das ist der Tod. Wir müssen alle irgendwann leider gehen und für mich ist es auch wichtig, dass mein Mann und ich ständig dabei bleiben, zu Hause auszusortieren. Nicht nur, weil ich dann selber weniger Dinge habe, beziehungsweise wir weniger Dinge haben, um die wir uns kümmern müssen und dadurch auch mehr Freiraum zu Hause haben. Mir ist es auch ganz wichtig, dass ich meinem Kind später, wenn ich mal gehen muss und auch das wird passieren, nicht so eine richtige Last aufgebürdet bekommt. Und wenn ein geliebter Mensch von uns geht, dann sind die Dinge, die zurückbleiben, sind sehr wohl eine Last für die betreffende Person. Einmal natürlich, weil sie sich darum kümmern müssen, aber dann auch so dieses schlechte Gewissen. Oh, das hat mal meiner Mama gehört, das kann ich doch nicht einfach so wegwerfen.
Manchmal kostet es aber auch ganz extrem viel. Also ich möchte diese Kosten nicht mein Kind aufbürden, dass es ein Entsorgungsunternehmen oder einen Entrümpler beauftragen muss, um eben mein damaliges Hab und Gut entsorgen zu müssen. Deswegen ist es für mich persönlich wahnsinnig wichtig, dass ich meinem Kind später diese Last nicht aufbürde, sondern dass ich nur die Dinge habe, die wir auch wirklich brauchen, die wir lieben und die wir um uns haben möchten. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass man eben unterstützen kann. Geduld ist hier aber das A und O. Es bringt absolut nichts, dass du deine Eltern oder Großeltern dazu drängst, Dinge wegzugeben. Stattdessen könntest du eben mit gutem Beispiel vorangehen. Schau dich doch mal selber bei dir zu Hause um. Welche Dinge hast du denn gerade aktuell um dich herum, die du nur behältst, weil das so von früher gewohnt war oder weil du dich einfach nicht trennen kannst, obwohl du sie nicht brauchst? Frag dich doch mal, was brauche ich wirklich zum Leben? Macht mich das glücklich? Und was möchte ich meinen Kindern, wenn du denn welche hast, später noch hinterlassen? Und genau diese Fragen kannst du später nämlich auch mit deinen Eltern und Großeltern durchgehen und versuch dabei nicht alles auf einmal gleich fertig zu bekommen. Also fang klein an und rede mit deiner Familie auch darüber, dass du gerade aussortierst. Rede auch darüber, was deine Gründe dafür sind, dass du aussortierst. Das alleine kann bei deiner Familie bereits ein Umdenken anstoßen und dann kommen sie selber auf die Idee, sich ebenfalls auch von unnötigen Dingen trennen zu wollen. Das nennt man auch Death Cleaning, by the way. Ne? Dieses sich jetzt schon von Dingen zu trennen, zu entledigen, damit es später den Nachkömmlingen oder den Kindern nicht so schwer fällt, sich um den Nachlass kümmern zu müssen. Ein dritter Punkt. Was wirklich schwerfällt, sind Erinnerungen. Ich weiß, es ist nicht leicht, Erinnerungen loszulassen, aber eine Sache möchte ich dir sagen. Du musst nicht alles aufbewahren, nur um die Erinnerung an diesen Menschen oder an eine bestimmte Zeit in deinem Leben aufzubewahren. Eine ganz tolle Möglichkeit, wie ich finde, sind es besonders wertvolle Dinge, zum Beispiel zu fotografieren und dann dir ein Erinnerungsalbum zu erstellen. Oder du kannst aus ganz besonderen Stücken auch noch irgendwelche Deko-Hingucker gestalten. Da sind der Kreativität quasi keine Grenzen gesetzt. Dafür muss man am meisten auch nicht mal das komplette Ding behalten, sondern es reicht manchmal eine Kleinigkeit davon, die man dann in dieses Deko-Objekt einfach einarbeiten kann. Ganz wichtig ist, die Erinnerung ist nicht an diese Dinge dran geheftet und wird dann auch nicht weggeworfen, wenn du sie irgendwie entsorgst, also diese Dinge entsorgst oder weitergibst. Diese Erinnerung ist hier oben drin, in deinen Gedanken, die ist in deinem Herzen. Und wenn du eine Erinnerungsstütze haben möchtest, dann schau doch mal, dass du dir eine Kleinigkeit davon aussuchst. Zum Beispiel hängen in unserem Haus Geldscheine, also deutsche Reichsmark, an der Wand. Das ist eine Erinnerung an meine Großeltern, weil das haben wir beim Entrümpeln unterm Kleiderschrank gefunden. Und ich fand das toll, ist eine Erinnerung, mehr habe ich auch nicht von dem behalten, weil mehr brauche ich nicht, um mich an sie zu erinnern. Ich sehe die Geldscheine und weiß gleich, also wenn ich drauf gucke oder sie mal entstauben muss, die drei kleinen Bilderrahmen, ist das immer eine Erinnerung an meine Großeltern. Und dann kommt der vierte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, was tun, wenn es denn schon zu spät ist. Das heißt, du musst dich schon um den Nachlass deiner Eltern kümmern. Und dann stehst du quasi vor diesem Nachlass und denkst dir, ach du je, ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Das kann echt überwältigend sein. Keine Panik, das bekommst du hin. Jeder bekommt das irgendwie hin. Mach dir am besten erstmal einen Überblick. Was hat für dich emotionalen Wert? Was ist wirklich wertvoll? Und was kann gespendet oder verkauft werden? Wenn es dir richtig, richtig schwer fällt, sich von einigen Dingen zu trennen, dann denk doch mal daran. Dinge, die du spendest, spenden vielleicht anderen Menschen noch Freude. Du kannst damit vielleicht einer Familie, die sich ansonsten dieses Ding nicht hätte leisten können, ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Und damit hast du dann auch was Gutes getan. Also auch was Gutes im Sinne der Nachhaltigkeit, weil keine neuen Dinge produziert werden mussten,
für Dinge, die woanders einfach ungenutzt im Keller verstauben. Ich muss sagen, mir persönlich hilft dieser Gedanke immer sehr, wenn ich an emotionalen Dingen denke, die ich entsorgen oder spenden möchte. Am besten kann man sich dabei auch Unterstützung holen. Ist jetzt egal, ob von Familie und Freunden oder von einem Ordnungsexperten, der sich auch mit Nachlassauflösung auskennt. Ich kann dir nur sagen, eine neutrale Person kann dir da auch manchmal nochmal einen anderen Blick auf die Dinge geben, weil diese Person eben nicht so emotional eingebunden ist. Am besten ist, geh es Raum für Raum an und erinnere dich daran, du musst nicht alles behalten. Priorisiere einfach, was dir wirklich wichtig ist und vergleich auch mal die Dinge. Wenn du etwas hast und sagst, das ist mir wichtig, dann vergleich das, wenn du das nächste Teil hast mit, das ist mir wichtig. Ist es mir genauso wichtig? Ist mir das wichtiger? Ist es gleich auf gleicher Ebene wichtig und dadurch kannst du Step by Step eben diesen Nachlass gehen lassen bzw. gucken, was du davon behalten möchtest. Egal, ob es jetzt um dein eigenes Gut oder den Besitz von deinen Eltern oder Großeltern geht, der fünfte Punkt ist Routinen. Es ist wirklich wichtig, sich positive Gewohnheiten anzugewöhnen. Das heißt, überleg doch mal, was für dich funktionieren könnte. Vielleicht nimmst du dir einmal im Monat vor, gezielt Dinge loszulassen, dass du Step by Step jeden Raum durchgehst oder du sagst, ich mache das einmal wöchentlich. Oder immer, wenn mir was in die Hand fällt, dass ich mich gleich darum kümmere, dass es weg ist. Egal, was es ist, guck, was da für dich funktioniert. Das Ziel ist auf jeden Fall, dass du Bewusstsein bekommst für deinen Besitz und dass du eben dann auch sicherstellen kannst, dass in deinem Zuhause zumindest nur noch die Dinge sind, die du auch wirklich brauchst, damit du eben für deine Kinder später nicht einen wahnsinnig großen Berg an Nachlass hinterlässt, also den deine Kinder dann versorgen müssen. Ich hoffe, dass diese Tipps dir ein wenig helfen, deinen eigenen Besitz, aber auch den von deinen Eltern oder Großeltern besser verstehen zu können und damit auch vielleicht leichter loslassen zu können. Aber bevor du gehst, noch einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Nummer 1, starte einen Dialog. Also sprich mit deinen Eltern und Großeltern auch über das Loslassen, aber ohne Druck auszuüben. Na, mach das nicht nur mit dir selbst, sondern sprich auch offen in der Familie darüber. Punkt 2, unterstützen, aber nicht drängen. Sei ein Vorbild. Mach das selber bei dir Stück für Stück. Sprich auch da wieder darüber und geh einfach mit gutem Beispiel voran. Nummer 3, Erinnerung bewahren. Halte für das für dich Wichtigste eben fest, aber ohne eben alles aufzuheben. Nummer 4, den Nachlass verwalten. Wenn es denn dann wirklich so ist, dann finde Struktur, wenn du den Nachlass deiner Lieben organisierst. Nummer 5, positive Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten helfen dir dabei, regelmäßig Dinge loslassen zu können, damit später dein Nachlass nicht so riesig ist? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, um keine weiteren Tipps mehr zu verpassen. Und schreib doch gerne mal in die Kommentare, welche Herausforderungen du beim Loslassen hast. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Bis dahin. Ciao!